Also 1993 sind wir nach Dortmund gezogen, nachdem ich oft in London war und in vielen anderen Städten. Ich habe in Bonn gelebt, in Münster, in London halt viel. Und ja, irgendwie hat es uns ins Ruhrgebiet verschlagen. Ich bin dann hier über Zäune geklettert und habe hier damals schon Fotoserien gemacht mit Models, die ich vorher Body gepainted habe und in den Farben des Ruhrgebiets. So wie ich mir vielleicht die Zukunft vorstelle, also auch mit Motiven, die also für mich jetzt die Zukunft bedeuten, so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft des Ruhrgebiets. Und ich habe die Serie damals genannt Aschenputtel, 5 Minuten für ein Mädchen von morgen. Ja, und zu dieser Serie gibt es eben dann wieder nochmal 10 Serien, die in diese Serie reingehören. Das hat mich schon sehr fasziniert, weil ich komme aus dem Münsterland gebürtig und da gab es eben nicht diese Industrieanlagen. Die haben mich von Anfang an total fasziniert und hier habe ich eigentlich auch angefangen mit meiner Kunst in Dortmund, die wirklich auszuleben und das zu machen, was mir liegt, unterwegs sein, neue Räume entdecken. Viele menschenleere Räume haben mich interessiert und eben die Leere der Industriekultur, die Entfremdung. Bei den Themen gehe ich so vor, ich betrachte jahrelang alles von allen Seiten, zum Beispiel beim Thema Töchter oder unretuschiert Familien im Revier, Familien in Deutschland. Diese Serien erstelle ich über viele Jahre und das auch als Non-Profit-Projekt ohne Auftrag. Genauso wie meine anderen Non-Profit-Serien zum Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution als Reportagen gehen halt. Diese Reportage ging über mehrere Monate und die Recherchen dauerten eben auch entsprechend lange. Also wenn, dann widme ich mich einem Thema wirklich sehr intensiv und wenn ich denke, ich bin damit durch, bin ich auch damit durch und fasse dann einfach wieder ein neues Thema an. Und da interessiert mich auch definitiv nicht der Markt oder der Mainstream, sondern ich mache einfach das, was ich gerne machen will. Porträts und Familienfotos interessiert mich die Authentizität des Gegenübers und die Wahrhaftigkeit. Ich lege sehr viel Wert auf ungeschminkte Wahrheit und nicht auf retuschierte Porträts von zum Beispiel jungen Frauen, die ich auch seit 2010 interviewe zum Thema Zukunft. Was sind ihre Träume, Wünsche und Vorstellungen und was sie glauben, was in 10 Jahren sein wird. Thank you.
meinen Nachtaufnahmen interessiert mich die Stille, also die meditative Stille um 0 Uhr, vor allen Dingen im Winter, wenn kein Mensch mehr auf der Straße ist und den Menschen es zu kalt ist, auch auf der Straße rumzulaufen. Und da kann ich auch meiner Kreativität freien Lauf lassen, ohne Störungen von außen. Die Aufnahmen zum Thema 0 Uhr nachtaktiv habe ich in diversen Metropolen erstellt, wie Tel Aviv, New York, Barcelona und anderen Städten.